Gott, ich habe mir das echt leichter vorgestellt, euch da jetzt den Anfang zu drehen. Das, was jetzt nach dem Abschnitt hier kommt, ist vorgedreht, also wundert euch nicht. Ich habe von meinem Laden, was hinter mir ist, weil das kommt ja alles bald weg, hoffentlich, habe ich jetzt meine ganze Schminke rausgenommen aus dem Laden. Da habe ich euch nicht mitgenommen, weil das war echt mühsam. Die erste Lade hinter mir kriege ich nämlich nur so einen Spalt circa auf. Das war furchtbar, die Sachen da rauszukriegen. Deswegen habe ich mir gedacht, das filme ich euch jetzt nicht mit. Aber ich habe mitgefilmt, wie ich die Sachen durchschaue und komplett aussortiere. Viel ist es nicht geworden, aber lasst euch überraschen. Das werdet ihr jetzt einmal sehen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich werde mich auch gleich verabschieden, weil ich werde jetzt nur noch im Schluss dann, im Anschluss, ich kann das echt nicht machen, das ist mit dem Zukunftstechnischen hier. So, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ich habe mir in letzter Zeit auch so gern solche Videos angeschaut, jetzt wo ich außer Gefecht war die paar Wochen. Und ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich werde meinen Schminktisch dann den neuen erst abfilmen, wenn ich komplett hundertprozentig zufrieden damit bin. Im Video, glaube ich, sage ich noch was anderes, aber weil ich wollte euch da eigentlich mitnehmen beim Einschlichten, können sie knicken. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir so Einsätze gekauft, die passen nicht ganz in die Lade rein und es ist furchtbar. Ich habe so viel Zeug, es ist einfach furchtbar. Deswegen habt ein bisschen Geduld, dass ich euch nicht gleich die neue Schminksammlung abdrehen werde, aber das ist jetzt nicht so ein Drama, oder? Wenn ihr da ein bisschen später die Schminksammlung sehen werdet. Da müsst ihr halt noch ein bisschen Geduld haben, bis ich dann komplett zufrieden bin, bis ich dann die Sachen euch abdrehe. Weil ich habe noch keinen Platz für die Lidschattenpaletten, die kriege ich in diesen Mini-Schminktisch nicht rein. Deswegen muss ich mir da erst ein bisschen was überlegen. Also habt ein bisschen Geduld, was das betrifft. Auch wenn ich im Video jetzt was anderes sage, aber hört auf das, was ich jetzt sage. Weil das andere war extrem vorgedreht. Das habe ich, da hatte ich einen guten Moment und habe die Schminke einfach aussortiert. So, da habe ich mal den Mut gefunden, die Schminke auszusortieren. Sagen wir es mal so. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ich brav war beim Aussortieren. Ich finde, es hätte mehr sein können, jetzt nachdem ich meinen kleinen Schminktisch in Erinnerung habe und ich da nicht alles reinkriege. Aber ich habe so ein paar Sachen, was ich auch verschenken noch werde, was ich jetzt im Nachhinein dann noch entschieden habe. Aber schreibt es mir mal in die Kommentare, wie viel ihr habt. Genießt das Video. Bis dann. Hi, ihr seht mich nur so dabei. Ich muss auch aufpassen, weil ich habe nur so ein Sport-BH. Nicht, dass man da das sieht, was man nicht sehen soll. Ich habe meine Schminksammlung ausgeräumt. Wir sind ja gerade am Umziehen. Und ich habe mir gedacht, ich sortiere auch gleich aus, weil ich will nicht alles mit in die neue Wohnung schleppen, dort dann aussortieren und das hin und her tragen. Nein, am besten ich sortiere auch jetzt gleich aus, weil ich habe das Sackerl voll gehabt, dieses kleine Mediamarkt-Sackerl. Und hier am Boden stehen noch zwei große Sackerl. Ich habe leider alles durcheinander gebracht, weil ich hatte ja drei Laden. Wer mein altes Sammlungsvideo kennt, wird sich daran noch erinnern. Ich kann das gerne unten verlinken, aber das war, glaube ich, wo ich da so schlechte Laune hatte an dem Tag. Und ich glaube, das sieht man auch noch in Spooky ein bisschen in dem Video. Also in Sparky. Ja, aber ich fange mal an, weil sonst labere ich viel zu lange und das Video kann ewig dauern. Also ich hoffe, ihr habt daran Interesse. Weil das kann Stunden, glaube ich, dauern, bis ich da durch bin. Also ich habe mir jetzt das so gedacht, dass ich die Original, was noch nicht untouched ist, zum Beispiel da habe ich einen Lippenstift, der noch nicht einmal benutzt worden ist. Ich hoffe, man kann also, na, das Licht ist so scheiße. Also das Licht ist jetzt auch nicht gerade das Beste, tut mir auch leid dafür. Aber ich habe noch keine Ringlichter, die muss ich mir erst besorgen. Ja, vielleicht mache ich dann noch eine separate Aufnahme, wo ich euch die Sachen genauer zeige. Aber bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber ich habe halt so ganz viele kleine, schaut euch das an, was ich da alles habe. Ich habe die ganzen Sachen vollkommen vergessen, dass ich das alles habe. Ich kriege ja auch viele Sachen dann geschenkt, wenn die Freunde aussortieren und so. Manche Sachen sind sogar noch original zu. Also echt arg. Okay, fangen wir mal an, ja. Wie ihr seht, ist das alles bunt gemischt hier. Ich nehme mir mal die Mediamarkt-Tasche und werde da mal die Sachen reingeben, die ich aussortiere. Ich hoffe, dass das viel sein wird. Das, was ich jetzt nicht aussortiere, das kommt dann mal da oben hin, weil ich habe da oben ein bisschen Platz freilassen. So, das sortiere ich auf gar keinen Fall aus. Das war mal aus einer ganz alten MAC Limited Edition. Die Alien-Palette gebe ich natürlich nicht weg, die bleibt auch da. Den Fixing Spray von Make-Up Factory werde ich auch noch behalten, weil den habe ich ja erst bekommen. Ich stelle das mal so hin.
Den Lavera Lippenstift werde ich aussortieren. Der ist noch komplett unbenutzt. Man sieht das halt überhaupt nicht, weil das so dunkel alles ist. Aber der ist komplett unbenutzt. Den schmeiße ich schon mal da hinein. Dann, den hatte ich ein paar Mal oben, glaube ich. Das ist so ein ganz dunkelbrauner von Hypoallergenik. Ja, weiß ich noch nicht. Den lassen wir mal da liegen. Das gebe ich auch nicht weg. Das war aus dem Adventkalender so eine Probe von MAC. Das lasse ich mir auch. Weil das war ja aus dem Adventkalender. Oder habe ich als Goodie oder so dazu bekommen. Das bleibt da. Ihn habe ich noch was gesehen. Genau, das ist auch so ein Goodie. Das bleibt auch. Noch ein Lavera Lippenstift. Der ist komplett unbenutzt, Schatz. Und ich finde das halt schade. Weil ich werde niemals dazu kommen, alle aufzubrauchen. Den lasse ich mir halt auch. Das ist ein Lancôme. Ich glaube, das ist einer von denen, die ich mir neu gekauft habe, wenn ich mich nicht irre. Bilde ich mir ein. Oder die habe ich mal gekriegt auf einer Schulung oder so. Nein, ich glaube, den habe ich mal gekauft. Bin mir nicht sicher. Aber der bleibt natürlich. Da, das habe ich mal von der Tanja gekriegt, aber die Lime Crime, die bröckeln bei mir von den Lippen so runter. Deswegen werde ich den auch mal weggeben. Den gebe ich auch weg. Ich weiß nicht immer, welche Marke das ist. Ah, warte mal, das ist Clinique. Und der schaut eigentlich gar nicht so scheiße aus, aber er ist komplett neu. Na, so wurscht. Lass mal noch bei dem Bleibt-Stapel. Ob ich alles behalte, weiß ich eh noch nicht. Ich muss erst mal grob aussortieren. Ein Baking Powder, das bleibt. Manhattan Lippenstift, der ist aber benutzt. Bleibt einmal. Die bleiben auf jeden Fall auch. Das ist einmal ein Yves Saint Laurent Lipgloss, glaube ich. Also so ein matt, hoppala, zu weit oben. Matt Lip Cream, die ist eigentlich rot, aber in der Kamera kommt es halt nicht so gut rüber. So, ich bin noch nämlich nicht geschminkt und ich schaue aus wie, weiß nicht, etwas so ranzig. Deswegen, dass ich mache das Video so. Der bleibt auch, der ist auch noch original zu. Kann man nicht gut sehen. Also, der ist noch nicht benutzt, so. Der bleibt da mal. Das ist ein Lavera, der kommt weg. Das ist so ein Orangeton, der kommt weg. Dann, was haben wir da? Auch ein Lavera, der kommt auch weg. Ja, aber das Lavera, das benutze ich alles nicht. Den habe ich auch ein paar Mal verwendet. Ich lasse auch, was halt benutzt ist, lasse ich auch noch. Und wenn ich das dann gar nicht verwende, werde ich das dann auch irgendwann mal aussortieren. Der kommt auch weg. Das ist so ein Altbacken-Essenz. Der kommt weg. Das kommt auch weg. Das war mal, habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Das ist so eine Palette, wo du Glitzer drinnen hast. Die ist auch noch nicht benutzt, wie ihr sehen könnt. Kommt weg. So, die bleiben einmal, diese kleinen Lippenstifte. Der bleibt auch. Der bleibt derweil auch. Also irgendwann einmal werde ich es natürlich aussortieren, wenn ich merke, ich benutze es nicht. Manhattan bleibt. Der kleine Clinique bleibt auch einmal. Dann ein Nyx, der ist auch noch nicht verwendet. Das ist echt so dämlich. Der bleibt natürlich auch. Der bleibt natürlich auch. Das ist ein Nyx, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Ein Mini Charlotte Tilbury bleibt. Ein Mini Bobbi Brown bleibt. Ich zeige euch nur die Sachen so im Schnelldurchlauf, weil wir wollen sich ja nicht zu sehr aufhalten. Der bleibt auch. Das war mal so eine Limited... Oh, Moment. Der schaut ein bisschen ramponiert aus da drin. Den sollte man... Ja, ich kriege das jetzt nicht auf. Den muss ich aufmachen und anschauen, weil der schaut ein bisschen verbogen und geschmolzen aus. Muss ich mal anschauen. So, das ist auch noch original zu krank. Echt krank. Der bleibt natürlich auch. Das ist so ein Mini Yves Saint Laurent Lippenstift. Ich glaube, ich habe in meinem neuen L'Oreal Adventkalender auch welche drinnen. Das heißt, wenn ich dann rausfinde, welche Farbe das ist, werde ich die einfach zu Weihnachten dann verschenken. Weil die sind ja dann ungeöffnet, unbenutzt. Den habe ich zwar verwendet, aber den gebe ich auch weg. Den behalte ich, das ist dieser Liquid Lipstick von Love. Diese Mini-Mascara behalte ich auch. Sag ja, da ist alles durcheinander, das ist echt abnormal. Das bleibt auch einmal fürs Erste. Wie gesagt, ich werde auch natürlich auch ein paar Sachen probieren und schauen, ob die was sind oder nicht. Und wenn nicht, gebe ich es weg. Oh, mein Mini Urban Decay Lippenstift bleibt natürlich auch. Den habe ich vor kurzem auf einer Schulung gekriegt.
Also, ist eh schon länger her. Ich sag da vor kurzem, das ist schon ein bisschen länger her. So. Die. Bader. Das weiß ich auch nicht, ob ich den nicht mal entsorgen soll. Den habe ich mal beim Douglas geschenkt bekommen. Der riecht aber noch ganz normal. Das war so ein Lippenstift von Lady Millian, von einem Duft. Das war so ein Goodie. Lass ich noch. Mini Yves Saint Laurent lasse ich natürlich auch. Das ist der unbenutzte, glaube ich. Genau, da müsste ich irgendwo noch einen benutzten haben. Das ist der von Catrice. Den lasse ich auch noch. Mein Charlotte Tilbury Lippenstift, den ich von der Vivi geschenkt habe, den lasse ich natürlich auch. Da bin ich mal nicht... Oh ja, doch, den lassen wir. Den habe ich mir mal gekauft. Boah, riecht der geil. Das war's. Diese Chocolate-Reihe von L'Oreal bleibt noch. Dann ein L'Oreal Lipgloss. Steht zwar das da drauf, bleibt aber auch. Da habe ich mehrere. Die sind alle noch unbenutzt. Die werde ich auch noch lassen. Das sind diese Colourpop von Clinique. Diese Lipglosse. Die gibt es ja, glaube ich, offiziell gar nicht mehr. Und ich habe die noch nie verwendet, glaube ich. Bleibt natürlich auch. So, mein Jeffree Star Lippenpeeling gebe ich natürlich auch nicht weg. Dieses Glitzer-Öl-Ding gebe ich auch nicht weg. Noch ein Lavera, der kommt weg. Das ist der, das ist so ein Rauschimmer. Puh, zackig, zackig, zackig geht das. Ein Yves Saint Laurent Make-up, glaube ich, ist das. Ja, das bleibt natürlich auch. Ich meine, brauchen wir gar nicht reden drüber. So, ein Mini Chanel Lipgloss, der bleibt natürlich auch. Ich müsste schauen, ob ich da nicht noch irgendwo welche habe. Ich bilde mir ein, ich habe da noch irgendwo welche. Dann habe ich hier den The Bold Yves Saint Laurent, den habe ich auch neu. Die haben eine wunderschöne Verpackung, das ist die Nummer 6. Schaut euch mal die Verpackung an, wie schön der ist. Das ist die, so ein dunkles Rotbraun ist das auch schön. Habe ich noch nie benutzt bis jetzt. Lasse ich mir aber natürlich auch, wäre ja gelacht, den Fixierspray von MAC, den lasse ich mir auch, weil den habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Den Mini-Lipgloss lasse ich mir auch. Die lasse ich mir auch, weil die sind sehr gut von L'Oreal, die liebe ich. Ich glaube, die gibt es auch noch. Die mag ich sehr gerne. Habe ich schon lange nicht mehr tragen, sollte ich mal wieder. Die bleibt natürlich auch, meine Jeffree Star Palette. Bei der bin ich mir nicht sicher. Das ist so eine Zoeva Lidschattenpalette. Muss ich noch auf der Seite lassen, weil da bin ich mir noch unsicher. Den werde ich weggeben, weil der gefällt mir nicht so gut. Diese Kylie-Dinger. Boah, muss ich mal kurz mein Bein ausstrecken. So, weiter geht's. Den lasse ich mir auch. Das war so ein Clinique aus einem Adventkalender. Den lasse ich mir noch. Dann haben wir hier ein Nas-Lipgloss. Den lasse ich mir auch noch. Dann ein Lancôme-Lipgloss. Der war auf einer Schulung, haben wir den gekriegt. Wow, schaut nice aus. Der bleibt natürlich auch. Es ist auch natürlich noch lang nicht alles. Ich habe da beim Schminktisch auch noch so viel stehen. Da muss ich dann auch noch aussortieren. Das kommt auch weg. Das ist so ein Foundation-Stick. Kommt weg. Da ist ein Primer auch dran. Weg. Der Tom Ford bleibt auf jeden Fall. Da habe ich auch einen zweiten. Das müsste der rosane sein und das ist der rote Tom Ford. Genau, das ist der rote. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Den lasse ich natürlich. Dann der Rosa, der bleibt auch. Der kommt wieder weg, weil die Lime Crème, die gefallen mir irgendwie nicht. Ein Pink, na ja, von der, na servus, die bleiben natürlich auch. Das bleibt auch, weil das finde ich gar nicht so schlecht, dieses Asam-Ding. Das habe ich mal als Tester bekommen, das ist gar nicht so schlecht. Der bleibt natürlich auch. Der Lancôme bleibt natürlich auch, zusammen mit dem Lip Liner. Dann haben wir hier einen Kat Von D, der bleibt auch natürlich. Also viel wird der eh nicht fliegen. Der bleibt auf jeden Fall auch so ein knalliges Lila. Fix bleibt der. So, einen Primer habe ich da noch. Ich kenne die Marke nicht, aber da ist so ein Hund drauf. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, schaut aber so aus. Also ihr werdet sehen, wie viel Zeug ich wirklich habe. Das ist echt abnormal. So. Bleibt. Der Lipgloss bleibt halt auch einmal. Schauen wir mal. Der Mini-Fixing-Spray von MAC bleibt auch. Charlotte Tilbury bleibt auch. Becker Highlighter bleibt natürlich auch. Den habe ich erst vor kurzem von der Vivi gekriegt.
Dann ein Mac Pro Longwear Paint Pot. Den habe ich von der Freundin von mir gekriegt. Das ist so ein lila. Der bleibt natürlich auch. Wer hat auch gelacht. So, dann haben wir hier Fadeful von diesen The Balm Lippenstiften. Muss ich mal probieren, wie die noch sind. Ich glaube, der ist sogar original zu. Und ich habe irgendwo zwei am Schminktisch liegen, die ich hin und wieder verwendet habe. Na servus. Noch eine Farbe habe ich da. Ich habe 4 von denen. Aber die sind doch gut. So, dann haben wir da... Oh, der ist schön. Den habe ich auch mal auf einer Schulung bekommen. Das ist schon so lange her, dass man einen Lancôme Lippenstift hat. Schaut mal, wie schön die Verpackung von dem ist. Dann drückt man da oben drauf und dann kommt das unten runter. Und der schaut so marbelmäßig aus. Ich glaube, Marbel nennt man das Muster. Urschön. Der ist wirklich schön. Habe ich auch noch nie verwendet. Aber haben wir ihn. So, dann haben wir da einmal noch den Kylie, aber den würde ich behalten. Da schaut die Farbe gar nicht so schlecht aus. Behalte ich mal. Dann habe ich hier Shiseido, ein Matt Powder Lipstick. Schauen wir mal. Oh, der schaut so aus. Irgendwo müsste ich auch ein Make-up... Oh, ist der süß, der ist rot. Den habe ich, glaube ich, auch auf einer Schulung mal gekriegt. Ja. So, dann die zwei Sachen bleiben auch. Das ist so eine Palette von Hypoallergenic, von so einer Bienenreihe. Die haben da so eine leibende Verpackung mit Bienchen. Und der bleibt auch. Das ist so ein The Slim Sheer Matte von Yves Saint Laurent. Das ist so ein roter. Ich habe sehr viele rote Lippenstifte halt. Der bleibt natürlich auch. Den gehen wir auch nicht weg. So, wenn, kann ich es immer noch verschenken, wenn ich es gar nicht verwende. Aber... da werde ich das halt dann so schlichten, dass ich die nicht angebrochenen Sachen einzeln gebe. So, das erste haben wir mal. Jetzt kommt mal das zweite. Da haben wir gerade Highlighter. Ja? Die gebe ich dann alle wieder in diese Box da rein. Damit ich es ein bisschen leichter habe. Ich habe halt viele so Tester. Das werde ich weggeben. Weil das nimmt einfach Überhand, wenn das so viel ist. Ja, das werde ich lassen noch. Das ist so ein Creme-Highlight. Das war aber auch ein Tester, aber ich werde das noch lassen. Oh, das ist, finde ich, auch immer lustig. Ne? Ich habe solche Proben und Handcremen, habe ich auch da drinnen um mit umfliegen. Das war alles in meinem Schminktisch. Also da frage ich mich wirklich. So. Okay, da werde ich mir ein bisschen schwer tun, glaube ich. Da werde ich mir sehr schwer tun. Das ist ein bisschen gemischt mit Highlighter, Puder. Das ist ein bisschen gemischt jetzt. Schauen wir mal, was ich da los werde. Ja? Schauen wir mal. Einmal habe ich da ein L'Oreal Rouge, das werde ich aber noch behalten, weil das fängt schon gut an, weil das habe ich relativ neu. Das ist nämlich noch unbenutzt und die Farbe finde ich ehrlich gesagt sehr schön, bleibt. Der Pinsel bleibt natürlich, da brauchen wir gar nicht diskutieren, den lasse ich aber herausten. Mary Luminizer bleibt auf jeden Fall. Den habe ich auch irgendwo in klein. Da habe ich sogar eine Miniatur von einem Duft, die legen wir auch gleich auf die Seite. Weil da habe ich noch mehrere irgendwo mal dumm fliegen und ich muss mir angewöhnen, dass ich die auf die Seite gebe, dann gebe ich die alle in einen Sackerl und schaue, dass ich die bald woanders hingebe. So. Okay, das gehen wir auch da rein, das Rouge. So. Okay, Mary Luminizer bleibt. Der bleibt auf jeden Fall auch. Das ist ein Too Faced Highlighter. Ich glaube, den habe ich mir mal gekauft, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sieht so aus, hat so ein Leopardenmuster. Ich glaube, den habe ich mir mal gekauft, aber ich bin nicht ganz sicher. Habe ich auch noch nie verwendet. Das ist so dämlich, da fragt man sich wirklich. Ich will auch dann in Zukunft alle Sachen einmal verwendet haben und wenn sie mir nicht gefallen, sortiere ich sie sofort aus. Oder verkaufe sie oder so. Das werde ich weggeben, das ist so ein Creme Rouge Tester. Das gebe ich aber weg, weil ich finde das ein bisschen zu pink. Den gebe ich auf gar keinen Fall weg. Das war eine alte MAC-Kollektion. Ist auch ein Highlighter. Gebe ich natürlich nicht weg. Den gebe ich auch nicht weg, weil der ist ganz cool. Entweder ist das Silber oder dieses Türkisblau. Das ist ein Art Deco Highlighter. Den gebe ich auch nicht weg. Da gibt es noch einen Art Deco Highlighter, den ich nicht weggeben werde. Den habe ich schon so lange und ich liebe den. Der ist auch sehr benutzt. Der bleibt auch. So. Das gebe ich auch raus, weil das ist eigentlich was ganz anderes. Kein Schminkzeug, sondern was anderes. Furchtbar. Behalte ich auch. Das ist ein Misslin Highlighter. So wie der da, der bleibt auch. Das ist auch ein Creme Highlighter, glaube ich. Der ist auch noch zu big. Der hat so eine Folie drauf. Bleibt natürlich.
der bleibt auch, weil den habe ich noch nicht so lange und habe ich auch noch nie benutzt. So, jetzt wird es ein bisschen tricky hier. Ach, der bleibt natürlich auch. Das ist der Pac-Man Highlighter. Das wird eine Katastrophe, ich sag's euch. Der bleibt natürlich, der ist sehr schön. Meine ganzen Mac würde ich auch ehrlich gesagt nicht hergeben. Ich meine, so viele Macs sehe ich da gerade gar nicht. Das sind schon wieder Duftminiaturen, die gebe ich gleich auf die Seite. Den Miss Lean würde ich auch ungern hergeben. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange. Ja, den gebe ich auf jeden Fall gar nicht her. Das ist ein Mac Highlighter, das ist der von der Semi Precious Kollektion. Das war eine meiner Lieblingskollektionen, der Crystal Pink. Der ist mega schön, gebe ich natürlich nicht weg. So, da könnte ich eigentlich eines weggeben. Light Nude, das ist dieselbe Farbe zweimal. Wer zum verdammten Henker braucht sowas? Da gebe ich eines weg. So, das gebe ich, schaut aber fancy aus. Schaut echt schön aus. Da müssen wir halt sich für was anderes entscheiden. Na, dann lasse ich mir den da. Der ist auch schön. Der ist auch schön. Das war von Love, so ein Highlighter-Palette. Das bleibt auch. Das ist ein Lancôme Buddha, ein loses. Dann, das werde ich, glaube ich, der Celine geben. Da habe ich nur einmal verwendet. Den habe ich mir eingebildet. Den wollte ich unbedingt haben und habe ihn nie verwendet. Oder ich benutze ihn mal und schaue, wie er ist. Und dann werde ich ihn aussortieren. Weil den würde ich auch ungern weggeben. Den würde ich auch eher benutzen. Der ist auch so schön, der war auch aus einer ganz, ganz alten Kollektion. Den würde ich auch ungern hergeben, das ist von dieser Cinderella-Kollektion. Mit diesen Blümchen drauf. Ich sehe schon, da fliegt wenig. Der ist auch noch komplett unbenutzt, aber wenn ich die anderen behalte, dann gebe ich den da weg. Jetzt nehme ich das mal weg. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den überhaupt behalte, weil der tut ja auch überhaupt nichts. Ich glaube, den gebe ich weg. Das war aus dieser Vampire's Love-Kollektion. Komm weg. So, der MAC bleibt natürlich. Das ist der aus dieser Marilyn Monroe Kollektion. Der bleibt. Dann ein Blush, das was noch komplett zu ist. Das bleibt auch. Da ist eine Lidschattenpalette drinnen. Die bleibt auch. Selbstverständlich. So, die sieht so aus. Das ist eine vom MAC. Die bleibt. Da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. So, geht zu. So. Dann habe ich hier den Ticket to Paradise. Boah, das wird so heftig. Das sind noch lange nicht alle Highlighter. Ich habe da zwei goldene. Ich meine, der ist heller, der ist dunkler. Den habe ich schon öfter verwendet. Das sieht man auch. Da ist das schon ein bisschen locker. Ja, ich behalte mal beide. Ich muss die halt mal verwenden. Und mal, ich meine, den habe ich damals nie verwendet, weil die Prägung davon so schön ist, aber ich muss die mal verwenden. Oh, das wird lustig. Den gebe ich halt auch nicht weg, weil den habe ich mir damals gekauft, habe ihn noch nie verwendet, der ist noch original zu, der ist noch verschweißt. Den gebe ich auch nicht weg. Und den Creme-Highlighter von Hidden Stories gebe ich auch nicht weg. So, da la. Das ist schon wieder eine Duftminiatur. Die gehen wir auf die Seite. Da hat man richtig gesehen, ich habe halt alles reingefetzt, was ich halt gefunden habe. Ne? Ein Fächer. Das ist echt nicht normal. So. Okay, da habe ich mal zwei Lidschattenpaletten. Die bleibt, würde ich sagen. Die könnte ich mir immer auf Reisen jetzt mitnehmen, wenn ich wohin fahre. Weil da sind noch zwei Rouge drin, da brauche ich nicht so viel mitnehmen. Deswegen bleibt die. Weil den Kajal habe ich damals von der Kollektion aufgebraucht. So, da bin ich mir auch nicht sicher. Die hat zwar geile Farben, aber ja, weg. Jetzt kommen mal die einzelnen Lidschatten. Das wird was. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die MAC-Lidschatten alle aus diesem Pfännchen raushol, weil ich habe ja noch eine Palette und ich habe ehrlich gesagt ziemlich viele. Da. Ich glaube, das waren noch nicht alle. Aber ich habe sehr viele MAC-Lidschatten. Also die bleiben natürlich alle. Ich gebe keine MAC-Lidschatten her. Den habe ich aus dem Adventkalender, glaube ich. Den habe ich mal geschenkt bekommen, glaube ich. Der ist auch sehr schön. Das ist der Satin Taupe. Der bleibt. Der bleibt auch. Das ist so ein Lila, obwohl der gar nicht so schön ist. Aber bleibt er mal fürs Erste. Der funktioniert irgendwie nicht so richtig. Da muss ich mal ein bisschen was rauskratzen. Aber notfalls halber probiere ich ihn einmal. Und wenn er gar nicht geht, gebe ich ihn halt so Back to Mac.
Das ist schon ein sehr schöner Chanel-Lidschatten. Naja, bin ich mir noch nicht sicher. Die MAC gebe ich auf jeden Fall alle nicht weg. Die bleiben. Ich werde meine MAC sicher nicht aussortieren. Die bleiben alle. Da habe ich, ich habe viele. Seht ihr auch. Da habe ich noch welche. Dann habe ich da noch welche. Die bleiben, wie gesagt, alle. Die werde ich niemals weggeben. So wie den nicht. Das ist einer aus einer Kollektion. Es glitzert mein ganzes Bett. So, boah. Crazy, crazy. Da ist noch ein MAC, der ist auch sehr schön. Sweet Satisfaction heißt der. Ist auch wunderschön. Bleibt. Der, ja, der ist zwar schön, aber ich weiß nicht. Der gefällt mir gar nicht, den werde ich weggeben. Der ist auch, glaube ich, komplett ungenutzt. Den werde ich auch weggeben, so ein Tester. Weg damit. Den finde ich ja auch so schön, den werde ich noch behalten. Aber schauen wir mal, wie lang. Den werde ich auch behalten, weil den bin ich hinterher gelaufen, damit ich ihn nochmal kriege. Das war aus einer ganz alten Essence Limited Edition. Den Holo lasse ich mir noch, werde ich mal benutzen. Wenn er mir gar nicht taugt, gebe ich ihn mal weg. So wie den, ich glaube, den werde ich auch mal benutzen und dann schauen wir mal weiter. Der bleibt auf jeden Fall, weil da habe ich ja noch den Nagellack dazu. Der bleibt. Der bleibt auch, weil die sind gut, die L'Oreal Lidschatten. Gibt es ja leider nicht mehr, aber die sind gar nicht schlecht. Bild mir ein, ich habe eigentlich noch irgendwo einen. Den werde ich mir auch behalten, weil den hat mir mal die Vivi geschenkt. Das ist mit der bösen Königin drauf. Den behalte ich auch. Dann ein Love. Ich glaube, den werde ich aber weggeben. Ja, den gebe ich weg. Den gebe ich weg. So, den werde ich behalten, weil der schaut relativ schön aus. Noch ein Love, den werde ich, glaube ich, auch weggeben. Genau, den Love geben wir auch weg. Den Make-up Factory, den lassen wir noch. Den werde ich mal probieren, wie er ist. Und wenn dann nichts ist, werde ich ihn einfach weggeben. Den Make-up Factory lasse ich auch. Den habe ich sogar oft verwendet. Da ist eine kleine Kuhle drinnen. Der bleibt auch. Der schaut genauso aus wie der da. Wie heißen die beiden? Vega und Grigri. Okay, die zwei Chanel hebe ich mir halt auch noch auf. Die werde ich auch nicht entsorgen, weil die hat einen nostalgischen Grund, weil das habe ich mal von meiner Mama bekommen. Deswegen werde ich mir das natürlich, sorry, der Spiegel, deswegen werde ich mir das natürlich auch aufheben. Schauen wir mal, wie lange noch, aber vorübergehend jetzt mal. Das habe ich von der Vivi gekriegt, das ist, glaube ich, ein Creme Blush. Der ist noch original zu. Den werde ich natürlich auch lassen. Den hauen wir gleich da in die Ecke. Noch ein paar Lidschatten, das hätte ich nicht so viel. So, einmal eine Lidschattenpalette, diese Ho Ho Ho, die habe ich noch nie verwendet. Die bleibt aber auch nochmal vorübergehend. Die bleiben fix, das sind so MAC-Pigmentartige Dinger. So wie meine ganzen MAC-Pigmente bleiben. Da ist noch ein MAC-Lidschatten. Das ist alles dreckig, muss dann die Bettdecke ausbeuteln. Der bleibt auch. So, die MAC-Pigmente auch. Wahnsinn. Das bleibt auch mal vorübergehend, weil das schaut gar nicht so schlecht. Das habe ich mir vor kurzem erst angeschaut. Glitzer bleibt natürlich auch. Da habe ich noch eines. Das bleibt. Ein bisschen was habe ich nämlich vor kurzem aussortiert. Das da, glaube ich, gebe ich weg. Das da, das war aus irgendeiner alten Essence-Kollektion. Das Glitzer lassen wir auch noch. Ich glaube, das ist aber offen. Das lassen wir auch. Das ist auch so ein Glitzer. Boah, mein Bett glitzert jetzt. Jesus, war keine gute Idee, das im Bett auszuleeren. Das werde ich auch behalten. Das ist so ein Make-up Factory Pigment. Das gebe ich weg, weil das ist überhaupt nicht meine Farbe. Das ist so ein Knallrosa. Das gebe ich weg. Das habe ich in der Schulung mal gekriegt. Den MAC-Lidschatten lasse ich mir auch. Das ist sogar noch unbenutzt. Den gehen wir da rein. Das ist so ein Glitzerpigment. Das bleibt. MAC Melon Pigment bleibt natürlich auch. Das werde ich weggeben, weil das benutze ich eh nie. So, die bleiben, glaube ich, auch. Das Inglot auf jeden Fall, weil da habe ich noch ein grünes. Das bleibt auch. Das ist auch schön, das lasse ich mir auch noch. Wenn ich ihn nicht benutze, werde ich ihn dann irgendwann nochmal aussortieren. Das habe ich gesagt, lasse ich mir auch. Oder habe ich das jetzt zweimal? Aha, ich habe zwei verschiedene. Okay, dann gebe ich dieses... Aber es sind zwei verschiedene Farben. Ich lasse es noch. Make-up Factory lasse ich noch, die zwei. Schaue ich mal, ob ich was damit anfangen kann.
das werde ich weggeben. Das ist so ein Catrice-Pigment. Weg. Gott, meine Bettdecke schaut aus. Das kann was werden. Den Make-up Factory Lidschatten lasse ich auch noch. Diese Palette, die gebe ich weg. Die habe ich schon jahrelang. Die gebe ich jetzt mal weg. Das lasse ich auch noch. Das war so ein Tester, den finde ich schön. Der bleibt. Und mein MAC-Lidschatten bleibt natürlich auch. Eine Make-up Factory Palette, die bleibt auch. Ein Wahnsinn. So, weiter geht's. Also nicht wundern, wenn ich doch noch viel behalte und noch nicht so viel aussortiere. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so viel, was da rausgeflogen ist, aber ja, ich versuche es. Ja. Die werde ich der Lynn schenken. Das ist so eine neutrale Lidschattenpalette. Die gebe ich aber gleich auf die Seite. So wie die anderen Sachen, die ich der Lynn dann geben werde. So. Das ist eine MAC-Palette, das ist, was ich die warte jetzt, von der habe ich vorher geredet, so. Da kann man die einzelnen Lidschatten ja reingeben. Ich glaube, die anderen werde ich rausnehmen aus diesen Pöttchen da und werde die alle da reingeben, damit ein bisschen Platz spannender ist, weil in der neuen habe ich nicht so viel Platz. So, die Lidschattenpalette lasse ich mir noch, aber da werde ich auch dementsprechend bald aussortieren. Ich meine, die Frosche werde ich wegschmeißen, weil die sind schon so alt. Und oben, ja, schauen wir mal, welche noch gut sind. Und wenn die nicht mehr gut sind, dann kommen die weg. Das sind ganz alte Lidschatten. Ich will die halt ungern wegschmeißen, weil ich habe die, ein paar habe ich sehr gerne verwendet, auch wenn das jetzt nicht so ausschaut. Aber den da zum Beispiel da in der Ecke habe ich sehr gern verwendet. Aber schauen wir mal. Mal gucken. Aber die will ich jetzt ungern wegschmeißen, weil die habe ich mir damals extra eingebildet, die Paletten. Und deswegen werde ich sie nicht weggeben bis jetzt. So, dann haben wir da ein paar Disney-Kollektionen. Einmal habe ich da die Tiana, die bleibt auf jeden Fall. Die habe ich auch oft verwendet. In der einen ist da die Urkule drin, wie man sieht. Bleibt. Ariel bleibt. Dann habe ich von einer anderen Disney-Prinzessin-Kollektion habe ich noch die Pocahontas, die Ariel und die Belle. Die Ariel hat man nicht gesehen. So, die sind auch noch unbenutzt, wie ihr sehen könnt. Bleiben natürlich auch. Sollte ich mal verwenden. Deswegen kaufe ich mir jetzt aus der aktuellen keine. Die Disney-Kollektion, die es gerade gibt mit diese Bösewichte, weil ich noch so viel Zeug habe. Und deswegen kaufe ich mir da keine mehr. Ich habe eh so viele andere. So. Dann habe ich noch die beiden, die sind auch komplett unbenutzt. Einmal Mulan und einmal Rapunzel. Da ist die Mulan, auch noch komplett unbenutzt, wenn ihr das seht. Das ist echt abnormal. Und einmal die Rapunzel. So, bleibt. Welche auch auf jeden Fall bleiben, sind die drei da. Einmal die Maleficent, die habe ich auch ein paar Mal verwendet. Das sieht man auch. Hoppala, jetzt knackst die so komisch. Die bleibt natürlich, auch wenn ich in dem Video damals gesagt habe, sie ist nicht gut. Aber ich werde sie trotzdem behalten. So, dann haben wir da die zwei Mickey Mouse, also Mickey und Minnie. Ich muss es weit runterhalten. So. Einmal habe ich die Lidschattenpalette, auch komplett unbenutzt. Und einmal habe ich die Teintpalette, auch komplett unbenutzt. Sollte ich mal verwenden. Damit das halt nicht umsonst in meiner Sammlung ist. Aber das wird dann mein nächstes Projekt werden, dass ich da so teilweise ein paar Sachen raussuche und die dann benutze. Die werde ich weggeben. Die war mal aus einem Tauschpaket, aber mir hat die damals schon nicht so gut gefallen. Und ich habe schon eine Idee, wen ich es geben könnte, aber da frage ich zuerst, ob die Person die haben will. So, die werde ich behalten, weil die findet mein Freund so toll. Achtung, mit Einhorn. Und die Farben sind noch relativ schön, also die werde ich noch behalten. Dann haben wir da die nächste. So, da. Welche ich auf gar keinen Fall weggeben werde, sind die vier. Die waren aus einer ganz alten Catrice-Kollektion. Und die werde ich auf keinen Fall weggeben. Da gab es einmal das Gelbe, einmal das Lilane, einmal Grün und einmal Pink. Und eigentlich hätte es da auch ein Blau geben, das habe ich mir aber damals nicht gekauft. Die bleiben fix. Die MAC-Lidschattenpaletten werde ich auch nicht geben. Also diese Vierer, Paletten ist eh übertrieben, diese Vierer werde ich auch nicht weggeben. Die schaut aus wie so, aber wurscht. Die schaut so aus, das ist so eine blaue, die bleibt. Die bleibt. Dann, die habe ich mal geschenkt bekommen, die bleibt fix. So, die bleiben auf jeden Fall nochmal alle. So wie die.
Die bleibt natürlich auch. Das war dieser Shop and Cook, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da gefällt mir nämlich der Ton da so gut. Aber muss ich halt alle mal wieder verwenden. Die bleibt auch auf jeden Fall, weil die mag ich auch sehr gern. Die habe ich auch am öftesten verwendet, das sieht man eh. Die genauso, die bleibt auch. Meine Mac-Schätzchen gebe ich ungern weg. Die beiden bleiben auch. Die sind auch noch komplett unbenutzt, auch dämlich. Einmal die Farben und einmal die Farben. Beide wunderschön, werde ich demnächst einmal verwenden. Wenn ihr irgendwelche Videos dazu haben wollt, könnt ihr mir ja Bescheid sagen. Dann habe ich wenigstens... mach mein ganzes Bett dreckig. Dann habe ich wenigstens ein paar Videoideen. So, die bleiben auch, weil die waren auch aus einer Limited Edition. Die habe ich so gesammelt, die hat es ja damals auch im Standardsortiment gegeben, die Verpackung. Einmal die hier, das ist so eine lilafarbene, die ist wunderschön. Ich mag die Verpackung so gern davon. Und einmal diese grüne, die hat so schöne Blätter drauf, die bleibt auf jeden Fall. Aber wenn ihr da Videos sehen wollt, könnt ihr mir da gerne mal Bescheid sagen. Ich glaube, die beiden werde ich weggeben. Die habe ich auch schon so lange, benutze ich nicht mehr, kommt weg. So wie die Nyx, die ist mir zigtausendmal runtergeflogen. Vielleicht willst du diese Lean haben, gebe ich auch weg. Das ist so eine Hassliebe. Die behalte ich natürlich, das ist die Pac-Man-Kollektion gewesen. Auch noch komplett unbenutzt, bleibt natürlich. So. Und meine Art Deko-Palette mit meinem selbst zusammengestellten bleibt natürlich auch. Weiter geht's. Ich hoffe, mein Akku hält das aus. Aber schauen wir mal. So, dann lernen wir das nächste Mal aus. Da haben wir, das behalte ich auf jeden Fall, es wird halt mega spiegeln, weil das ist dieses Elisabeth Arden Schaum Make-up Gedöns. Das behalte ich fix, weil das möchte ich noch testen eigentlich. Den Primer, einen gebe ich weg, weil ich habe noch einen. Einen gebe ich weg. Weil ich mag den nicht so. Das bleibt auch, weil das finde ich eigentlich gar nicht schlecht von der Balm. Der Primer, glaube ich, ist das. Pore Eraser. Werde ich mal probieren. Habe ich auch schon ewig. Da gibt es sogar einen zweiten. Bleibt natürlich. Werde ich noch testen. Ich meine, können sie eh nicht nachkaufen, aber wurscht. Das scheint gekippt zu sein. Können Sie das sehen? Das ist, glaube ich, nicht mehr gut. Ja, das ist komplett kaputt. Seht ihr das? Das schmeiße ich gleich weg. Das lasse ich gleich da auf der Seite, das werde ich gleich entsorgen. Habe ich noch nie verwendet, nur so nebenbei. Aber wenigstens kann ich es gleich aussortieren. Da habe ich ein Make-up von Shiseido. Genau, das bleibt natürlich auch. Wäre gelacht, wenn ich das weggeben würde. Ein Make-up-Stick von Clinique, der bleibt auch noch. Vielleicht kann ich ihn irgendwann einmal verwenden. Das ist so ein, ich werde ihn vielleicht zum Konturieren nehmen, weil der ist eine Spur dünkler als mein Hautton. Zum Konturieren wäre der nicht schlecht, weil einen habe ich ja eh weggeben. Der Primer bleibt auch. Das ist dieser Wanna Be My Honey von Essence. Der bleibt. Das Make-up von Clinique bleibt auch. Der 183 Days Primer bleibt auch. Der Pore-Filler bleibt natürlich auch. Ich glaube, den habe ich mir mal gekauft. Der Glitter-Primer bleibt natürlich auch. Dann habe ich hier, was ist das? Touche Klar, die Nummer 2. Bleibt auch, weil ich habe aktuell noch einen offen und das ist dann eigentlich mein Backup. Bleibt natürlich auch. Pore-Filler Mattifying Base Spray. Werde ich vielleicht bald benutzen. Das ist dieses Häschen von diesen 183 Days, wo ich den die Fixierspray mal aufgebraucht habe, bleibt. Die neue Lancôme Mascara bleibt natürlich auch, habe ich auf einer Schulung bekommen. Das bleibt auch, das ist dieses NYX Puder. Ich werde auch diese anderen NYX Produkte, die ich vor kurzem getestet habe, die werde ich auch aussortieren. Zumindest das, was mir nicht passt. Diese Whipped Cream, das Make-up bleibt. Das ist ein Make-up von Alverde, das kommt weg. Das habe ich irgendwann einmal in so einem Goodie-Bag drinnen gehabt. Das kommt weg. Die bleibt natürlich auch. Das ist diese Jeffree Star Lip-Geschichte. Achtung, so, da fehlt einer, weil den habe ich in meiner anderen Handtasche gehabt vor kurzem. Ich glaube, den habe ich beim Schminktisch jetzt gerade aktuell stehen. Die bleiben natürlich alle, weil ich habe davon jetzt nicht mehr so... Ich habe nicht so viele aufgemacht, von dem nur einen rausgesucht, den ich benutzen will. Weil ich mir dachte, so, bevor er mir kaputt geht, nein. Ich hätte ja gerne die dunklen verschenkt, aber ja, das bleibt natürlich auch, das habe ich euch vor kurzem erst in einem Haul gezeigt, das ist dieses Jeffree Star
Highlighter-Gedöns, das bleibt fix, das gebe ich auf gar keinen Fall weg. So, ich muss das dann wieder später anders aufteilen. Das ist eine Concealer-Palette, die habe ich von der Tanja mal gekriegt. Die bleibt natürlich auch einmal für den Anfang, weil ich die mal testen will, aber ihr wisst ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das heißt, die würde ich am Schminktisch hinstellen. Dann haben wir hier eine Glow-Palette, die werde ich erstmal testen, bevor ich sie aussortiere. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Da habe ich sogar noch die Schachtel, kleiner Chunky. Die eine Farbe, diese Sugar Cookie, die habe ich in letzter Zeit öfter benutzt. Die war da dazwischen. Die habe ich am Schminktisch stehen. Ich benutze alle vier total gern. Also ich liebe die, alle vier. Hot Buttered Room. Ich hoffe, ich kann das überhaupt aussprechen. Cinnamon Beer oder Bear. Pumpkin Spice. Also ich mag alle vier. Und der, was da fehlt, war der Sugar Cookie. Und ich liebe alle vier. Ich habe mir die damals gekauft und ich habe den Kauf überhaupt nicht bereut. Aber ja, die benutze ich auch meistens immer so zur Herbst-Winterzeit. Besonders den Pumpkin Spice will ich bald wieder verwenden. Wo ist er? Da, weil der ist auch urschön. So, was haben wir da noch? Eine Highlighter-Palette von Disney. Die habe ich auch noch nie verwendet. Da ist sogar noch die Folie drauf. Tja, no comment. Werde ich bald mal testen. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich da gewonnen oder so? Douglas, ja. Da habe ich, glaube ich, gewonnen. Das war von Clinique so ein zum Austesten. Die gibt es gar nicht mehr. Vielleicht versuche ich das mal aufzubrauchen. Warum schmeiße ich das Einzelne jetzt da rein? Wissen wir nicht. So, kommt da rein. Ich habe noch ein Backup von diesem Wimpern-Eyeliner-Magnet-Ding. Dann habe ich dann noch, das habt ihr in irgendeinem Haul-Video gesehen, dieses Puder von Jeffree Star, bleibt. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann haben wir da, was haben wir denn da? Einmal die 15 von Makeup Factory, von diesem Contour-Puder. Das gibt es ja auch nicht mehr, das haben die aus dem Sortiment genommen. Contour Cream. Die Creme werde ich behalten, weil meines ist fast leer, was ich da aktuell verwende. Und das werde ich noch behalten, weil das ist dann mein Backup. Aber das Puder überlege ich, ob ich weggib. Das Creme behalte ich, aber das Puder werde ich weggeben. Ich habe eh so viel Bronzer, also die werde ich auch noch behalten. Ich hoffe, die sind alle noch gut. Die sollte ich auch einmal benutzen wieder. Das waren meine Paletten, die ich da so gerne verwendet habe, aber ich habe da schon viele aussortiert, weil die mir so schnell kippen. Warten wir mal ab, ob es auch ist. Der bleibt auch. Das ist ein Lancôme Bronzer. Der bleibt fix. Das gebe ich weg. Das ist dieses Hello Autumn mit Blätter. Gebe ich weg. Werde ich das liegen geben. So. Oh, das ist so eine Halterung von dem Duft. Das bleibt auch einmal. Dann haben wir hier einen Bronzer von Lancaster. Der bleibt auch. Ich überlege gerade, wo ich das reingeben kann, aber ich habe keinen Plan. Stopfen wir es da rein. Der bleibt auch. Das ist so ein Bronzer von Essence. Den habe ich auch noch nie verwendet. Der bleibt wegen dem Leopardenmuster. Ich überlege, ob ich das weggebe, weil ich habe eh so viel. Oder soll ich noch lassen? Das werde ich mir in die Handtasche geben. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in der Handtasche. Oh nein, das ist nicht mein... Ich habe aber, glaube ich, irgendwo ein zweites. Aber muss ich schauen. Die bleiben auf jeden Fall, weil die habe ich mir mal gekauft. So, das da werde ich weggeben. Das gebe ich auch der Celine. Das hat nämlich auch so ein schönes Muster für die Celine. Das da, ich werde es noch behalten, glaube ich. So, toll gemacht. Super gemacht. Das werde ich noch behalten. Schauen wir mal, ob ich es verbrauchen kann. Mein Bett schaut aus, wie so. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist von Bahama Mama. Nein, Blödsinn. Von The Balm der Bahama Mama. Behalte ich, natürlich. Der schaut so aus. Bleibt. Mein Fixierspray Kokos bleibt auch. Das ist nämlich das von Primark. Ich mag wissen, nämlich wie das ist. Meine Beine tun weh, Kinder. Boah. So, ein Flüssig-Highlighter. Make-up Factory, dieses Strobing, werde ich noch behalten. Die werden wir mal testen. Da habe ich von Elisabeth Arden was. Das war, glaube ich, habe ich mir vom Tiki Max gekauft. Das ist so ein dunkles Puder, aber das werde ich auch behalten. Der bleibt auf jeden Fall. Das ist so ein dunkler MAC Bronzer, könnte ich aber auch als Rouge verwenden. Ich weiß nicht mehr, wohin damit, Leute. Der bleibt auch. Das ist so ein original zugemachter Bronzer von... Ups.
mit Lin. Super gemacht. Zwei Boxen haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Einmal habe ich da die Lidschattenpaletten, die werde ich halt aufheben. Ich weiß, die Lidschatten gibt es nicht mehr, aber ich behalte sie noch. Das kommt auf jeden Fall weg. Das war ein Tester. Das Rouge benutze ich auch nicht so gern von Miss Lin. Das kommt auch weg. So. Der Highlighter bleibt auf jeden Fall. Das ist einer von MAC, von einer Weihnachtskollektion. Ich glaube, den habe ich mal als Geschenk bekommen. Ich zoome mal ein bisschen näher. Den habe ich, glaube ich, mal als Geschenk gekriegt, weil bei einem Einkauf war der dabei. Weiter geht's. Zwei Boxen haben wir noch. Einmal so eine große und eine kleinere und dann haben wir es geschafft. So, Miami Roller Girl Essence Blush. Das bleibt. Schaut so aus. Dann Miss Lin Blush. Oh, ich glaube, den werde ich weggeben. Das ist so pink. Das bleibt auf jeden Fall auch. Das ist auch aus einer Limited Edition. Bleibt. Das da kommt weg. Ich habe mir das einbildet eigentlich, aber kommt weg. Ich habe eh so viel. Wer soll denn das Ganze verbrauchen? Die will ich nicht weggeben. Das war aus einer Limited Edition, der ich hinterhergelaufen bin damals. Da gab es, glaube ich, 4 verschiedene oder so. Ich finde das jetzt nicht. Die gebe ich weg. Wimpern. Aber ich werde die wegschmeißen, weil die habe ich schon mal verwendet. Die kommen Mist. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Oh oh. Also, die bleiben auf jeden Fall. Ihr seht das nicht. Die waren aus einer Limited Edition. Ich zeige euch das ganz kurz. Oh, wenn ich die aufkriege. Der schaut so aus. Das waren diese ganz alten Catrice Blushes. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Ich habe die geliebt. Und die werde ich fix nicht weggeben. Dann darf ich halt eindeutig keine Blushes mehr kaufen. Ist halt so, weil ich mehr als genug habe. So, das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Dann, was noch? Das bleibt. Das ist von Fenty Beauty. Das habe ich von der Tanja geschenkt bekommen. Das sind so magnetische... Also einer ist ein Highlighter-Stick, einer ist zum Konturieren. Der ist zum Konturieren. Einer ist zum Highlighten. Das ist der. Und ein Blush, glaube ich, ist auch dabei. Oder so ein Creme-Ding. Make-up-Stick oder so. Bleibt auch. Die wären halt cool gewesen für Reisen, wenn man die mitnehmen könnte. Weil die kann man so magnetisch anklippen. Die bleiben auf jeden Fall. So, jetzt wird's ernst. Doch. Das kommt weg. So wie das. Kommt auch weg. Es fliegt eigentlich eh relativ viel. Das bleibt natürlich. Das ist so ein Gesichtsöl von MAC. Es war ja im Adventkalender drin. Der Fixing Spray bleibt auch. Oh Gott. So, das kommt auch weg. Dann haben wir da ein Clinique Blush. Das bleibt. Das war mal in meinem Adventkalender drinnen. Oh, wo kommt das hin? Ja. Dann gehen wir den Highlighter auch da rein. So, was haben wir noch? Oder kann ich das vielleicht switchen? Also die Dinger. Ich gebe mal die Blushes da rein. Highlighter und Blushes. Nein, dann jetzt habe ich das doch alles zusammen. Das gebe ich jetzt mal da rein. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Das bleibt auch. Das ist so eine Palette mit Art Deco Lidschatten. Rouge. Ich kann schon nicht mehr reden. So, die bleibt auch. Das ist die 183 Days Highlighter Palette. Die habe ich auch sehr oft verwendet. Die bleibt auf jeden Fall. Banane. Banane muss bleiben. So, jetzt kriege ich nicht mehr zu. So. Dann haben wir noch so ein Blush aus dieser Limited Edition. Ich sage ja, da gibt es 4 verschiedene. Ich habe das noch genau gewusst. Ich habe die noch nie verwendet, wenn ihr das seht. Das ist echt abnormal. So. So, 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 so. Was haben wir da noch alles? Jo. Schauen wir, was da jetzt noch wegkommt. Ich glaube, so viel wird es nicht mehr werden. Ich glaube, den gebe ich auf jeden Fall weg. Das ist so ein Creme Rouge von Manhattan. Ich glaube, den werde ich aber wegschmeißen, weil den habe ich schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, den werde ich mal lieber entsorgen. Ich glaube, das Love Rouge werde ich weggeben. Hat mir auch ehrlich gesagt noch nie gefallen. Das habe ich mir damals extra gekauft, weil ich ein Video drehen wollte. Auch die 2 Lidschatten, was ich aussortiert habe. Kommt weg. Das Dior Blush kommt auch weg. Dann, oh, da ist noch ein... Noch eines? Habe ich ernsthaft noch eines? Das ist sehr... so ein Puder. Oder ist mir rausgeflogen?
keine Ahnung. Der war ja auch noch nie so gut pigmentiert. Aber ich glaube, den werde ich noch verwenden. Wenn der wirklich nicht so gut pigmentiert ist, wie ich es mir denke, werde ich ihn einfach zu Back to Mac geben. Ganz einfach. So, der bleibt fix. Das ist ein Mac Rouge Pressed Amber, heißt der. Das war einer meiner absoluten Lieblingsrouge. Bleibt. Der bleibt auch. Das war auch ein Mac Rouge aus einer Limited Edition. Bleibt auch. War auch ein Mac Rouge. Da habt ihr das andere Blush schon gesehen mit diesem Herzog. So, den werde ich weggeben. Der gefällt mir nämlich nicht so. Das ist so ein grelles Pink. Komm weg. Dann haben wir da... Habe ich mir damals einbildet, kommt auch weg. Das war aus dieser Oktoberfest-Kollektion. Weg. So, es geht doch vieles weg. Ich bin so stolz auf mich. Ich überlege, ob ich den kleinen Highlighter aussortieren soll, weil ich habe den Original eh. Ja. Vielleicht könnte ich mal den an euch verlosen, oder? Ich werde den mir auf die Seite legen, dass ich ihn einmal, dass ich vielleicht so eine Mini-Verlosung mache. Ich könnte da vielleicht ein bisschen was raussuchen, die Sachen, die nicht benutzt sind, und euch schenken. Schreibt es mir, ob ihr das wollt. So, dann haben wir da noch ein MAC Blush. Das bleibt natürlich auch. Das schaut so aus, das habe ich noch nie verwendet, außer einmal. Und da habe ich irgendwo gesehen, dass das Gold weggeht und dann habe ich aufgehört. Jetzt hätte ich fast in die falsche Dose gegeben. Das werde ich der Lin schenken. Das hat ihr früher mal so gut gefallen und ich mag es nicht so gerne. Also werde ich ihr das schenken. So, da freut sich die Lin ja auch. Den werde ich auch behalten. Das war aus einer Essence Love & Sound Kollektion. Die Farbe ist so schön. Ich meine, in der Kamera kommt es jetzt nicht so gut rüber, aber werde ich behalten. So wie den Cinderella Blush. Weil dann ist das fast so wie der Dior, wenn man es nimmt. Ist gleich. Also werde ich den Cinderella behalten. Die beiden behalte ich auch, also beziehungsweise die drei, weil das war auch aus einer Limited Edition. Die drei waren aus einer, also aus drei verschiedenen Limited Editions, werde ich mir aber auch behalten, weil die haben so einen nostalgischen Wert. Ich werde sie aber versuchen natürlich aufzubrauchen. Ich meine, das war einer meiner Lieblinge. Da war auch irgendein Dupe zu irgendeinem Blush. Ich weiß aber nicht mehr zu welchem. Und ich bilde mir ein, dass ich den eigentlich habe. Oder meine Schwester hat den damals gehabt, irgend sowas. Keine Ahnung, kann mich nicht mehr erinnern. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Weiter geht's. Da haben wir noch. Das bleibt auch. Das ist so ein ganz, ganz altes MAC Rouge. Einer meiner Lieblingsblushes. Bleibt. Der von Essence bleibt auch, weil der auch so einen nostalgischen Wert hat. Den habe ich sogar damals extra einem Post gewidmet. Den werde ich noch benutzen. Falls er mir gar nicht taugt, werde ich ihn weggeben. Weil der ist auch noch unbenutzt. Habe ich mir ja auch einbildet damals, weil der aus dieser Juicy It Kollektion war. Und der heißt ja auch You're One in a Melon. Deswegen, ja. Lass mal den noch... Oh Gott, mein Bein tut schon so weh. Da würde ich ehrlich gesagt auch ungern was aussortieren. Das ist noch komplett zu. Von Lavera so ein Blush Stick, den lasse ich mir. Dann habe ich hier ein ganz altes NYX Blush. Das ist so zum... das schaut aus. Das machen wir gleich wieder zu. Das lasse ich aber auch noch. Gerade bei den letzten paar Dingen geht die Kamera fast aus. Da kriege ich doch die Krise, Alter. So. So, da la. Jetzt versuche ich wieder ein Bein auszustrecken. Das ist echt schmerzhaft, muss ich euch sagen. So, da la. Schauen wir mal, was wir da jetzt noch aussortieren können. Auf jeden Fall die Blushes da. Den würde ich nicht so gerne aussortieren, weil den benutze ich eigentlich sehr gerne. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon ewig nicht mehr verwendet, aber das ist das Problem, weil ich immer alles doppelt... nicht doppelt verwende, sondern ich benutze immer dieselben Sachen aktuell. Das wisst ihr ja, ihr kennt mich ja schon. Sollte ich auch mal umswitchen. So. Ein Le Absolute Lip Lacquer, wo man die Farbe nicht sieht. Also das ist so ein dunkellila, das sieht man gar nicht. Interessant, bleibt noch. So, die Schachtel ist leer, finde ich auch gut. Schmeiß mal kurz rein, da muss irgendwo am Schminktisch stehen. Bleiben wir noch bei den Blushes, würde ich jetzt mal sagen. Den könnte ich eigentlich aussortieren. Der hat mir noch nie gefallen, den sortiere ich auch aus. Den werde ich der Lin geben, weil ihr gefällt sicher das Muster davon. Da mache ich so einen extra Lin-Sackerl. Den finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so toll. Ich weiß aber nicht, ob ich einen roten jetzt irgendwo... ich hätte eine Deko. Den habe ich, glaube ich, noch nie verwendet. Das schaut unbenutzt aus. Egal, behalte ich mir noch. Schauen wir mal, wie er ist, wenn ich ihn benutze.
Das kommt auch weg. Das ist so ein greller Orangeton. Weg. Der bleibt. Das war einer meiner lieblingsalten Catrice-Blushes. Der bleibt auf jeden Fall. Dann diese zwei Clinique bleiben auch. So. Der Sleek Soede bleibt auch. Den habe ich irgendwann einmal gewonnen, glaube ich. Der bleibt auf jeden Fall. Der MAC Blush hier bleibt auch. Der hat sogar noch so eine Schutzfolie drüber, seht ihr das? Der bleibt auf jeden Fall. NARS, das ist der Deep Throat, der bleibt auch. Den habe ich mir damals, da hat man den, eine damalige Freundin hat mir den mitgebracht, glaube ich. Die Verpackung ist grauslich. Der pickt. Das ist ja grindig. Also die Verpackung ist mega beschissen. Der pickt total. Also die Verpackung ist furchtbar. Naja, vielleicht schaffe ich es, dass ich den einmal aufbrauche. Da habe ich noch einen Primer, bleibt natürlich auch. Eine kleine Probe von dieser ganz bekannten CC von IT Cosmetics. IT Cosmetics finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe da vor kurzem ein Gesicht... Okay, die ist ein bisschen dunkel, ne? Das passt mir niemals. Medium, das werde ich verschenken. Das passt mir nie und nimmer. Das kannst du vergessen. Das wird mir niemals passen. So. Den gebe ich auch weg, weil der hat jetzt auch nicht so eine schöne Farbe. Ein alter Clinique-Lippenstift, der noch gar nicht benutzt ist. So ein dunkler Ton ist das. Den werde ich aber noch behalten. So. Drop-Make-up werde ich mir auch noch lassen. Jetzt haben wir es bald geschafft. Den lasse ich auch, den habe ich mir extra gekauft. Der ist noch original zu. Den werde ich mal noch aufheben. Dann haben wir da einen MAC-Lippenstift sogar, der Taupe. Der dürfte sogar unbenutzt sein. Ja, der ist unbenutzt, den lassen wir natürlich auch. Ich muss eben meine ganzen MAC-Lippenstifte mal wieder durchschauen. Lavera gebe ich wieder weg. Ein Mini-MAC-Lippenstift, das ist der Ruby Woo. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht verwendet. Ja, den könnte ich eigentlich auch verschenken. So zu Weihnachten. Jemanden, ich wüsste zwar nicht wem, aber ich benutze die roten nicht mehr so gern. Oder lasse ich mir den noch? Ich lasse den mir noch. Auch diesen Kylie lasse ich mir noch. Naja, so wenig ist das nicht. Das ist ein ganz geschlossener L'Oreal, den lasse ich mir auch noch. Den werde ich weggeben, das ist so ein Yves Rocher. Das war einer meiner Lieblingsfarben damals, aber werde ich weggeben. Das ist auch leer. Ach Gott. Irgendwo muss ich aber die noch haben. Das ist ein Estee Lauder Lipgloss, den lasse ich mir. Dann haben wir da noch einen Yves Rocher, den werde ich mir aber auch lassen. Dafür soll ich den weggeben, den Essence? Na, ich lasse mir den noch. Das ist so ein, oh sorry, das ist so ein Nude-farbener. Habt ihr den Yves Rocher überhaupt gesehen? Der schaut so aus, der ist komplett zu. Lasse ich mir. Den lasse ich mir auch. Das ist einer von Estee Lauder. Der ist auch komplett zu noch. Den lasse ich mir auch. Diese The Balm lasse ich mir auch. So, den lasse ich mir auch. Ich glaube, den haben wir auch einmal geschenkt bekommen. Der bleibt natürlich auch. So wie die beiden Yves Saint Laurent. Ich weiß ja, wo viele Yves Saint Laurent, was mich eh wundert. Den habe ich mir aber mal selber gekauft. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist der mit diesem schwarzen Herz, wenn ihr die kennt. So ein Pink ist das. Der bleibt natürlich auch. Den habe ich mir erst gekauft. Den daneben mit den Sternen. Den habe ich aber auf einer Schulung, glaube ich, gekriegt. Das ist schon ewig her, die Schulung. Der bleibt... Boah, ist der schön. Das ist auch noch so ein Rouge Voluptier. Der bleibt natürlich. Das ist so ein schönes Rot. Der bleibt. Ich wollte mir vor kurzem noch einen kaufen. Gut, dass ich keinen gekauft habe. Weil ich habe eh genug Zeug. Ich muss das mal verbrauchen oder... Was weiß ich auch alles machen damit. Das ist der Concealer, den man ja angeblich aus Lidschattenbase verwenden kann. Der bleibt natürlich, weil den habe ich ja noch nicht so lange. Eine Mascara von Urban Decay bleibt. Eine Mini Becker Highlighter, der bleibt natürlich auch. Den habe ich von irgendwem geschenkt bekommen, da muss ich da eine stopfen. So, ein Tom Ford Lippenstift, der bleibt auch, weil den habe ich beim Stefan sein Weihnachtsgeschenk, glaube ich, dabei gehabt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Der schaut so aus. Ich liebe den. Der ist mega schön. Mega schön ist der.
bleibt natürlich auch. Das bleibt auch. Es war auch von einem Adventkalender. Ich muss das dann umsortieren, wenn ich dann alles wieder reinschlicht, weil sonst können wir das nicht rübertragen. ja. Die bleiben auch. Das bleibt auch. Das ist von Kylie was. Der da, den werde ich aussortieren, weil ich mag die irgendwie nicht, aber den werde ich wegschmeißen. Der bleibt noch, muss ich noch probieren. Und der bleibt natürlich auch, das war aus dieser Cruella Limited Edition, dieser rosa, ne? Ich mag die. Also der ist gar nicht so rosa, der ist eher so... Ja, ich glaube, den habe ich noch nicht einmal offen gehabt, dann lasse ich ihn gleich zu. Ja. So, dann habe ich da noch so eine Lidschattenpalette von der Deko, die ist aber leer. Aber ich glaube, die hebe ich mir auch noch auf. Die hat so schöne Magnetdinger. Da könnte ich mir eigentlich, wenn ich will, die Deko auch mal mitnehmen. Ich meine, das sind so komische Farben, aber... So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ich glaube, das war alles. Wobei, wenn wir mal ehrlich sein sollen, das ist sowieso viel zu viel, wenn man mich fragt. Jetzt habe ich es gerade mal... Ich habe es nicht einmal wirklich minimiert. Das ist jetzt alles, was rausfliegt. So viel war es ehrlich gesagt jetzt nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ja. Es ist wenigstens ein bisschen was weg. Es ist besser so als gar nichts. Und vielleicht, wenn ich dann beim Sortieren so sehe, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, vielleicht tue ich mir da auch leichter und sortiere was aus. Weil die drei Sachen, also zwei Sachen, da habe ich zum Beispiel noch für eine Verlosung oder so vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Ich hoffe, das hat euch irgendwas gebracht jetzt. Sorry, wenn es so schnell war. Sorry dafür, wenn es so schnell war. Ich finde, es ist schon ein bisschen was weggegangen. Es hätte natürlich noch mehr sein können. Und das ist ja auch noch nicht alles. Das war jetzt nur das, was in den Laden drinnen ist. Ein bisschen was habe ich auch nebenbei schon aussortiert. Das werde ich aber euch in einem separaten Video zeigen. Ja. Und auf dem Schminktisch steht auch noch so viel rum. Das werde ich vielleicht heute auch noch aussortieren. Alles, was ich jetzt nicht unbedingt dringend brauche, werde ich mitnehmen. Ja, weil ich muss mich dann eh fertig machen, weil ich muss dann in die neue Wohnung rüber und mal den Boden aufwaschen. Ja, und ja, ich habe halt auch vier Sachen, was ich wegschmeiße. Also ist natürlich jetzt auch nicht leiwand, dass man sowas hat. Weil das finde ich ganz schade, weil den habe ich noch nicht einmal so lang. Und der ist mir gekippt. Das sieht man voll, dass der kippt ist. Weil der hat sich so... Ich weiß nicht, das sieht man. Man sieht es einfach. Das war vorher weiß, die Flüssigkeit. Und jetzt, wenn man das ein bisschen dreht, seht ihr das wie grauslich. Ja, also Trend It Up hält halt nicht so lange vom Ablaufdatum. Das war eine Soft Base and Care Face Milk. Vielleicht hat die mal jemand schon im Geschäft aufgemacht und ich habe es nicht mitbekommen. Und dann... Ja, 6 Monate haltbar, kann man sich den Rest denken. Ne? Ja, diese für das, was ich an Sammlung habe, dass dann nur 4 Sachen weggeschmissen werden, finde ich vollkommen okay. So, das heißt, ihr seht mich jetzt einschlichten dann.